Erbsache gegen die Ehefrau Christa Teichmann. Bitte setzen Sie sich. Als Zeugen sind geladen zunächst der Antiquitätenhändler Dr. Boris Winkler. Bitte treten Sie vor. Und nehmen Sie Ihre Brille ab. Dann der Zeuge Manfred Glatz, Schüler der Oberprima. Ja. Bleiben Sie stehen. Und seine Mutter Emilie, verwitwete Glatz. Die Zeugin Gerda Böttcher, zurzeit Haustochter bei Familie Teichmann. Der Bankdirektor Werner Teichmann. Ja. Herr Teichmann ist der Ehemann der Angeklagten. Und dann noch der Schüler der Oberprima Klaus Teichmann als Sohn der Angeklagten. Hier. Sie sollen in der Strafsache gegen Frau Teichmann, die wegen schwerer Kuppelei angeklagt ist, als Zeugen vernommen werden. Verlassen Sie zunächst den Saal, Sie werden später wieder aufgerufen. Ich beantrage wegen Gefährdung der Sittlichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Herr Rechtsanwalt, sind Sie einverstanden? Dem Antrag wird stattgegeben. Herr Wachtmeister, ich bitte den Saal zu räumen. Ach, so ein Blödsinn. Komm mit. Das ist ja wohl zu albern. Sagen Sie mal, gelten Verwandte auch als Öffentlichkeit? Natürlich, machen Sie schon. Ja. Die tun, als wenn wir kleine Kinder wären. Christa Teichmann, die Staatsanwaltschaft beschuldigt Sie durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit, der Unzucht Vorschub geleistet zu haben. Und zwar unter strafverschärfenden Bedingungen wegen schwerer Kuppelei, weil Sie zu der verkuppelten Person in dem Verhältnis von Eltern zu Kindern stehen. Vergehen nach § 180, 181 Strafgesetzbuch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird daher gegen Sie das Hauptverfahren vor der Großen Strafkammer hier eröffnet. Ich habe Sie nunmehr zu fragen, ob Sie auf diese Beschuldigung etwas erwidern wollen. Ja. Ja. Im chronologischen Ablauf der Geschehnisse und zum Verständnis dessen, was später geschehen ist, scheint mir der Tag wichtig zu sein, an dem Ihr Sohn Klaus zum ersten Mal dem Zeugen Dr. Boris Winkler begegnet ist. Was wissen Sie darüber? Was hat Ihnen Ihr Sohn von dieser Begegnung erzählt? Na, sagen Sie das mal, Frau Teichmann. Tja, Ende März war's. Genau, der wievielte es war, das weiß ich nicht mehr. Klaus erzählte mir später einmal, der Unterricht war zu Ende. Sie kamen alle aus der Schule und er wollte auf seinen Motorroller zu. Und in dem Moment kam Herr Dr. Winkler und sprach ihn an. Hallo, Klaus Teichmann. Ja, bitte? Guten Tag, ich bin Boris. Boris? Ja, den Manfred ist von Boris erzählt. Ach, Herr Dr. Boris Winkler, nicht wahr? Ja. Oh ja, der viel von Ihnen erzählt. Und mir viel von Ihnen, ich habe Sie gleich erkannt. Sie gut beschrieben, sehr gut sogar. Manfred wartet auf Sie, er hat Ihnen viel zu erzählen. Oh, jetzt gar nicht unmöglich, meine Mutter hat Geburtstag. Aber ich habe ihm doch versprochen, dass Sie sofort zu ihm kommen. Na gut, vielleicht langt's noch. Kommen Sie, ich nehme Sie im Wagen mit. Ja? Danke, danke, ich habe einen Roller da. Danke, Doktor. Aber nicht doch, Herr Doktor. Die Freunde meiner Freunde sind meine Freunde. Ich heiße Boris. Ich danke, Boris. Manfred hat mir erzählt, dass Sie malen. Sehr gute Bilder sogar. Ich würde gerne mal was von Ihnen sehen. Können Sie nicht mal zu mir kommen? Ja, wenn Manfred wieder gesund ist, komme ich mit Ihnen. Sie können gerne auch allein kommen. Ja, Boris. Ist Klaus schon zu Hause? Nein, nur Onkel Max, Herr Teichmann. Ach, du bist schon da. Natürlich, den treibt der Geburtstagsbraten nach Hause. Der Max denkt immer nur ans Essen, an das Geburtstagskind denkt er gar nicht. Wo ist denn der Junge? Ich werde mal nachsehen. Du, das will ich mir aber ausgebeten haben, wenn er nicht mal an deinem Geburtstag pünktlich ist. Ja, 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 ja. Ach, du bist schon so weit. Klaus ist noch nicht da. Ach so. Ja, ich kann ihn ja noch mal in den Ofen schieben. Ja, tu das, Keller. Oh, ich sag, der Braten ist noch nicht fertig, du, das nehme ich auf. Ja, 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 tu das. Ich möchte nicht, dass er gerade heute auf ihn schimpft. Südlicher Wind streift zärtlich die faltige Haut der uralten Felsen und es fallen die Locken der Wälder den Hang hinab, dunkel ins Tal. Liebkosung der Nacht. Locken der Wälder? Locken der Wälder, du, das klingt ja wie Musik. Das muss ich dir doch zeigen. Klar, zum ersten Mal in der Zeitung gedruckt.
Also alle Tage kommt es ja nicht vor. Du, aber ich muss jetzt gehen, meine alte Dame hat Geburtstag. Was sagst du denn zu Boris? Hat er dich gleich erkannt? Klar. Gefällt er dir? Also wer hat so... Irgendwas ist mit dem los. Hat er dich eingeladen? Ich hab gesagt, ich würde kommen, wenn du gesund bist. Er hat nämlich dein Bild gesehen. Klapp mal mein Zimmer hoch. Er findet es begabt, er will mehr sehen. Naja, ist ja auch sein Beruf. Pass mal auf, der bringt dich auch noch in die Zeitung. Ach, der hat dein Gedicht in die Zeitung gebracht? Naja, das ist es doch. Er hat eben überall Freunde. In jeder Redaktion. In allen Kreisen und so. Weißt du, Christa, ich kann mit dem modernen Quatsch nichts anfangen. Also, wenn das wirklich ein Flugzeug sein soll, wie du sagst. Das steht ja drauf. Ja, ja, ist gut, dass das draufsteht. Nee, möchte nicht drin fliegen, das Ding stürzt ab. Ach, du bist ja ein Banause, Max. Hm. 5 Nächte hat der Junge dran gemalt, das ist doch rührend. Naja, rührend schon, aber bei den Bildern weiß man doch von allen Seiten nicht, was es ist. Alle sagen, er ist sehr begabt. Ach, begabt. Ich wollte, er wäre ein bisschen normaler. Na, jedenfalls warten wir wieder auf ihn, auf unseren begabten Sohn. Na, hör mal, mein lieber Werner, jetzt bist du aber sehr undankbar. Wenn einer Primus ist in der Schule, dann ist er bestimmt begabt, dann musst du ganz zufrieden sein. Er ist aber nicht zufrieden. Er will, dass der Junge genauso wird wie er. Und was wird er dann? Bankdirektor. Na, ist er schlecht? Nicht schlecht, aber wenig. Unser Klaus wird einmal mehr. Hoffentlich. Du, mein Peter ist faul, frech, gefräßig und bleibt regelmäßig alle 2 Jahre sitzen. Und unpünktlich ist er auch. Und trotzdem hat noch nie einer behauptet, dass er begabt ist. Aber normal ist er. Wie heißt denn die Platte? Die hat doch keinen Namen. Die hat Boris aufnehmen lassen. Du, das klingt ja einfach toll. Hier klingt ja wie meine Bilder. Oh, wenn die mein Vater bei mir hören würde, der lässt mich glatt einsperren. Psst, das ist die schönste Stelle. Unheimlich. Gerda! Ja? Was ist denn mit dem Essen? Ich warte nicht länger. Tja, wir richten an. Du, der Goldschnuller dürfte bei uns nicht im Hause sein. Warum denn nicht? Oh, Peter ist doch hinter jeder Schürze her. Wenn das doch unser Mann einfiele. Ach, du meinst, der kümmert sich noch nicht um Mädchen? Du, kennst du die Jungs von heute? Die fangen früher an als wir damals. Er kümmert sich nicht um Mädchen. Verstehst du mich nicht? Immer nur diese verhemmten und verklemmten Freunde. Ach so. Es kotzt mich einfach an zu Hause. Ich glaube, mein Vater ist nie jung gewesen. Der versteht mich überhaupt nicht. Weißt du, wenn meine Mutter nicht wäre, ich würde glatt abbauen. Mach's gut. Schon 3? Wie ist denn die Stimmung? Na, das fragst du noch? Ist der Direktor noch im Hause? Du, der wartet auf dich. Na, denn. Prost, Pudding. Sag mal, du bist wohl sehr, sehr schnell gefahren, wie du aussiehst. Nicht korrekt, was? Nein. Findest du denn nicht selbst, dass du es ein bisschen übertreibst mit deinem Manfred? Du, fang du auch noch an. Der Direktor reicht nur schnell. Langt mir bis dahin. Klaus, du sprichst von deinem Vater. Pardon, Mama. Manchmal vergesse ich das. Konntest du nicht wenigstens heute mal auf diesen Manfred verzichten? Er ist krank, Kleines. Ich musste. Dein Vater behauptet, du bist auch krank. Ich bin noch ganz gesund. Ich habe im Turm eine 1. Angesteckt von ihm. Von Manfred, wie kommst du drauf? Dein Vater ist draufgekommen. Verstehe ich nicht. Und dann lass dir's von ihm erklären. Er wartet auf dich. Oh. Wieso ist denn der krank? Doch. Klaus. Ich habe Angst um dich. Du hast nur Angst, weil du mich nicht verstehst. Was ist da zu verstehen? Wir haben auch Freunde gehabt. Aber bei uns war es nicht so wie bei dir und Manfred. Ich kann mit dir nicht darüber sprechen. Für dich sind Bilder, Gedichte und Musik brotlose Künste. Für dich ist dein Bankauszug das Leben. Uns trennen Welten.
Weißt du, so ein Bankauszug hat es dir vielleicht ermöglicht, dass du aufs Gymnasium gehen kannst, dass wir ein Haus haben, dass du die Kultur überhaupt verstehst, von der du da faselst. Na siehst du, da haben wir es. Immer sprichst du vom Geld und vom Haus. Tja, das ist nun mal die Wirklichkeit, mein Sohn. Ach, Bilder, Gedichte und Musik sind keine Wirklichkeit? Du hast von deiner Mutter eine Anlage, die Wirklichkeit nicht sehen zu können. Das ist eine gefährliche Anlage, mein lieber Klaus. An der kann man vor die Hunde gehen. Eine Anlage, die dieser Manfred doch in dir verstärkt. Und deshalb wirst du dich trennen von ihm. Manfred ist mein Freund, er bleibt mein Freund. Das werden wir sehen. Onkel Max hat mir gesagt, dass Peter und Renate dich schon oft zu ihren Tanzabenden eingeladen haben. Stimmt das? Ja. Du bist aber nicht hingegangen? Nein. Morgen Abend geben sie so ein Fest an ihrem See, da wirst du hingehen. Ist das ein Befehl? Wunsch oder Befehl, wie du willst. Jedenfalls wirst du dort sein. Gut. Wer da hingehen? Oh, und der kranke Dichter. Ach, du blasse Tüte. Na, Liebling, bist du wieder gesund? Hans! Manfred, du machst doch Gedichte. Lass mich los. Ach, sei doch mal lieb zu mir, mein Goldkind. Lass ihn doch. Ich hab deine Bitte. Kannst du mir mal ein Liebesgedicht machen? Ich hab da ein Mädchen. Ich fliege auf was ganz anderes als lass du. Lass ihn doch los. Und Franz will auch ein Gedicht. Ja, ja, ich will auch ein Gedicht. Denk nicht, dass ich dich hochnehme. Lass mich los. 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 Geht es gar nicht an. Halt's Maul! Hallo! Hallo! Meine Herren! Darf ich Sie ersuchen, Ihren Kampf für einen Augenblick zu unterbrechen? Ich weiß nicht, Teichmann. Haben wir eigentlich griechischen Sprachunterricht oder griechisch-römischen Ringkampf? Auf jeden Fall griechischer Doktor. Sie als Primus sollten doch eigentlich versuchen, mit geistigen Waffen zu überzeugen. Manchmal kann eben nur ein Faustschlag überzeugen. Ja, das ist so. Leider. Es handelt sich um eine private Meinungsverschiedenheit? Ganz privat. Also gut, gehen Sie erstmal raus und waschen Sie sich. Wie sehen Sie denn aus? Wir wenden uns unseren Aufgaben zu, und zwar im Extemporale. Es war jetzt Lärm genug, meine Herren. Wir schlagen unseren Xenophon auf, Seite 27, und übertragen Abschnitt 17 bis 18 in unsere geliebte Muttersprache. Dankeschön. Der fasst dich nicht mehr an. Du, ich habe meine Novelle fertig. Heute Abend lese sie dir vor. Wann kannst du bei mir sein? Geht heute Abend gar nicht. Ich muss zu dem blöden Tanzabend auf dem See. Das ist ja furchtbar. Wir arbeiten schweigend, meine Herren. Ich bleibe nur eine Stunde bei Onkel Max. Dann komme ich zu dir. Ich staune, du tanzt ja. Ja, aber die Schwarz. Ist ja stinklangweilig. Rock'n'Roll, Mensch. Ach, du hast ja einen Schwitz. Ich staune immer mehr. Alle sagen, du machst ja nicht das Mädchen. Wer sagt das? Du sagst, du fliegst ins Wasser. Warum regst du dich denn so auf? Komm mal weg hier. Ich will jetzt wissen, wer das von mir sagt. Aber doch nicht hier, komm. Lass das. Ich will jetzt wissen, wer das von mir sagt. Na alle. Vater, Peter, überhaupt alle. Ach, sieh mal an. Oder ist es etwa nicht wahr? Doch, es ist wahr. Wenn ich das schon sehe, dieses Herumgetun, diesen Ziegen, dieses alberne Herumpassieren in meiner Klasse, kopft mich an. Du, sind Cousinen auch Ziegen? Kleine Ziegen. Hey, du, lass das. Du passt auf, ich schüttel dich Früchte vom Baum. Mit einer Ziege. Und wenn es sein muss. Ich werde sie umbringen. Scheiß Weiber. Thank you.
Dann kommst du mal mit. Was? Das glitzert. Da sind viele süße kleine Mädchen da. Den bringe ich noch was zu trinken. Nein, danke, ich möchte nicht reinkommen. Ich möchte dringend Klaus Deichmann sprechen. Ist was wegen Schule rein. Ach so. Können Sie mich Bescheid sagen, dass er mal rauskommt? Ja, kommst du mal mit. Ach, dann komme ich nicht mehr weg. So, naja, dann müsst ihr es bleiben lassen. Wie heißen Sie denn? Manfred Glatz. Manfred Glatz. Ach, Sie sind Manfred Glatz. Das ist ja sehr interessant. Ja, den warten Sie mal. Der kommt gleich. Das ist ja interessant. Du sagst ja gar nichts. Wenn ich lese. Und du liest doch gar nicht. Seit einer Stunde hast du nicht umgeblättert. Was denkst du denn? Ach, nur so. Na, sag doch, was denn? Du. Ist das alles? Werner, wie verstehst du das dritte Geschlecht? Ach, du hast das gelesen? Na, du doch auch. Ja, natürlich. Man orientiert sich doch. Ja, eben. Na, gehen wir schlafen. Du denkst zu viel. Willst du nicht warten, bis er kommt? Aber wenn er nun morgen früh um 5 kommt. Dann schimpfst du doch, Werner. Nein, wenn er mit dem Mädchen tanzt, schimpfe ich nicht. Außerdem ist morgen Sonntag. Komm. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht hat er noch Hunger, wenn er kommt. Glaubst du, bei deinem Bruder kriegt er nichts zu essen? Gute Nacht. Gute Nacht, Werner. Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Ich bin doch da. Wie heißt deine Novelle? Der Regenbogen? Sprich nicht so laut. Meine Mutter schläft. Also sag mal, du schaust mich an, als wäre ich ein Verbrecher. Es gibt eben laute und leise Verbrechen. Schon ein Blick kann genug sein. Sprich doch nicht zu einem Anwalt. Sag, was du mir vorwirfst. Du wusstest, dass ich dir meine Novelle vorlesen wollte. Ich habe hier 2 Stunden auf dich gewartet. Ich habe gesehen... Was hast du denn gesehen? Sag's doch. Ich habe gesehen, wie du ihr an die Beine gegriffen hast. Und dann, wie du mit ihr getanzt hast. Kannst du dir nicht vorstellen, wie mir zumute ist? Ach, ich darf nicht tanzen? Nicht mit der und nicht so. Also sag mal, wollen wir uns jetzt über Renate unterhalten oder willst du mir deine Novelle vorlesen? Kommst du morgen mit zu Boris? Morgen, um Sonntagabend? Ich bitte dich, Klaus, du musst mitkommen oder willst du mich wieder im Stich lassen? Mein Vater lässt mich doch nicht weg. Ich habe es Boris versprochen. Ich will dir jetzt meine Novelle vorlesen, die ich ihm morgen geben will und du sollst sie als Erste hören. Und nun kommst du nicht mit. Gut, ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich danke dir, Klaus. Jetzt kommt der Regenbogen. Der Regenbogen. In grellen, fast schmerzenden Farben spiegelte sich der Regenbogen in den gelblebigen Pfützen der Niederung. Es war so dunkel und es war, als spiegelte sich der Mond. Da hob ein Wind an und wehte das Licht der Schuhe. Was wollte die denn? Das weiß ich nicht. Sie sagte, du wärst so plötzlich weggelaufen und sie wollte dich sprechen. Na, so eine Kuh. Vater war natürlich mal dran. Nein, ich. Die Eltern waren schon schlafen. Sag mal, du warst doch wieder bei Manfred, nicht? Du wirst ja dem alten Herrn nichts davon sagen. Du bist ein Goldstück. Schlaf noch eine Runde. Übertreib es doch nicht so. Also darf er lügen, deiner Meinung nach? Nein, aber man kann es ja auch übertreiben. Danke, ich will keinen Tee. Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Wir haben ja unsere Eltern auch ab und zu mal belogen. Aber doch nicht so ungeheuerlich. Ich habe doch meinen Vater nicht so durchtrieben belogen. Ja, aber du hast doch gelogen. Ach, na ja, lügen. Lügen tut doch jeder Junge. Wer wird hier eigentlich erzogen? Ich oder mein Sohn? Erzogen wird man, solange man lebt, Werner. Ach, ich könnte mich backpfeifen. Ich hätte euch das Ganze überhaupt gar nicht erst sagen sollen. Aber mein Renatchen war so verzweifelt, wie er mit diesem Jungen weggefahren ist. Mitten aus dem schönen Fest. Warum hast du denn den Burschen nicht abgewimmelt? Na, hör mal, ich denk doch nicht gleich, dass er mit dem Manfred davon fährt. So. Er wird seinen Weg schon finden.
Jeder junge Mensch hat mal solche Zeiten, wo er nicht genau weiß. Wo er hingehört, nicht wahr? Na, ich habe solche Zeiten nicht gehabt. Ich habe immer gewusst, wo ich hingehöre. Sicher hat's dein Vater mit dir leichter gehabt. Das hat er, bei Gott. Soll das ein Vorwurf sein? Dein Sohn ist ja diesem Manfred schon so verfallen, dem ist er ja hörig. Ich habe mich nach diesem Herzensfreund, dem Manfred Glatz, genau erkundigt. Der Junge ist erwiesenermaßen homosexuell veranlagt. Ich weiß, Christa, du hörst das Wort nicht gern, aber es muss einmal gesagt werden. Alle gesunden Jungen lehnen diesen Manfred ab. Nur unser Sohn, unser Genie, der geht zu ihm, teilt sein Leben mit ihm. Und was dieses ungebackene Brötchen zu ihm sagt, das ist für ihn eine Offenbarung. Ungebackene Brötchen? Naja, so sieht der Kerl auch aus. Gucken dir doch mal an. Ungebackenes Brötchen ist gut. Und was ich ihm sage, das ist alles Mumpitz und Unsinn. Da heißt es, das verstehst du nicht, Vater. Christa, die Sache ist nicht so leicht, wie du sie dir machst. Mach ich's mir leicht, weil ich nicht brülle? Ich würde lieber etwas tun. Tun? Was denn? Was soll ich denn tun? Na, was Vernünftiges, das, was ihn heilt. Heilen? Na, ich hab's ja im Lexikon gelesen, man kann sowas heilen in der frühen Jugend. Ja, heilen werde ich ihn, aber nicht mit deiner tiefen Psychologie oder deinem verhängnisvollen Verständnis Für was? Christa, ich will dich doch nicht verletzen. Ich habe ihn eingesperrt. Was? Du hast ihn eingesperrt? Ja, ich habe ihn in seinem Zimmer eingesperrt, weil er sagte, dass er heute Abend wieder zu seinem Freund Manfred gehen will, dass er gehen muss. Und damit wirst du nur das Gegenteil erreichen. Dazu ist der Junge viel zu sensibel. Also ich bitte dich, hör jetzt auf. Ich werde mit dem mir richtig erscheinenden Mittel erzwingen, dass Klaus außerhalb der Schule diesen Manfred nicht mehr sieht. Damit hättest du aber früher anfangen müssen. Ich habe aber nicht früher angefangen, weil ich es nicht früher wusste. Und jetzt soll er mir erstmal Rede und Antwort stehen, wo er sich die ganze Nacht herumgetrieben hat. Ich bitte dich, Werner, mach doch jetzt am Abend keinen Krach. Jetzt bummst es. Klaus. Klaus. Da warten wir jetzt hier unten, dass es da oben bumst. Und dann bumst es nicht. Wenn man dich so sieht, dann denkt man, du bist nicht glücklich verheiratet. Ach, Werner ist der beste Mensch von der Welt. Ah, kommt wohl doch noch ein kleines Aber hinterher. Du, der kommt doch zurück. Wo bist du denn hin? Dein Sohn ist weg. Wieso denn mein Sohn? Ist ja auch deiner. Immer wenn du dich ärgerst, ist es mein Sohn. Ich denke, du hast ihn eingeschlossen. Verbrecher steigen durchs Fenster. Oh, und ihr sagt noch, das ist kein richtiger Junge? Mein Sohn ist kein Verbrecher. Ich verbiete dir, so von Klaus zu reden. Meine Frau schreit mich an, mein Schwager lacht mich aus, mein Sohn läuft davon. Eine feine Familie. Wissen Sie, wo Klaus ist? Brüll sie doch nicht auch noch an. So viel ich weiß, ist er zu Manfred gegangen. Hat er Ihnen das gesagt oder denken Sie sich das nur? Also ich denke es mir ja auch. Er ist zum Fenster rausgeklettert und da hing er am Fenster. Du hast es gesehen? Ja, ich kam dazu. Haben Sie ihm etwa geholfen? Soll ich ihn runterfallen lassen, Herr Teichmann? Also das wird ja immer besser. Oder sagen Sie keinen Ton? Wann war denn das? Das ist noch nicht lange her. Was haben Sie sich eigentlich gedacht? Ich habe mir gedacht, ich würde mich auch nicht einsperren lassen. Hausrevolte. Also ich gehe jetzt zum Manfred. Moment. Da komme ich mit. Du bist mir viel zu aufgeregt. Übrigens, die beiden wollten zu einem Herrn Dr. Winkler. Dr. Winkler, wer ist denn da schon wieder? Das ist ein Mann, der mit Kunst zu tun hat, sagt Klaus. Mit Kunst? Was denn für Kunst? Wer weiß, was das wieder für eine dunkle Gestalt ist. Und Klaus sagt, das ist ein sehr kluger Mann, von dem er viel lernen kann. Da sind viele Jungs, die sprechen über Kunst und... Was weiß ich. Na, da haben wir es ja. Da steckt er ja schon mittendrin in den Kreisen. Aus diesen Kreisen kommen ja die Verbrecher. Ach, sind das alles Verbrecher? Red doch keinen Unsinn. Aber stand doch in der Zeitung vor ein paar Tagen, so ein 19-jähriger Lümmel hat eine Frau umgebracht, um ihr ganze 18,50 Mark zu stehlen. Mit einem Schraubenschlüssel hat er ihr auf den Kopf geschlagen. Und dieser Bengel kam aus homosexuellen Kreisen. Ja, ich hab's auch gelesen. Na also? Jetzt machen so einen Jungen noch zum Mörder. Was? Ich? Also jetzt wird's mir aber zu verrückt. Ich begleite dich zu diesem Manfred, dann werden wir auch erfahren, wo der Winkler wohnt. Ihr macht euch ja kaputt. Christa, ich bin doch nervös. Ja, ich weiß doch, Werner. Du tust immer so, als wenn unser Kind verloren ist. Er ist der Beste in der Schule. Er wird was werden. Muss er denn ein Musterknabe sein? Nein, das muss er nicht, aber alles hat seine Grenzen. Komm, Max, ich muss wissen, wer dieser Dr. Winkler ist. Bist du ein Tier? Hier kommt die Musik heraus. Das ist der Lautsprecher. Ich habe so ein Instrument noch nie gesehen. Nein. Du hast bei mir immer mehr Überraschendes zu sehen bekommen. Ist
das Elektronenmusik? Ja, konkrete Musik. Das ist Klaus. Klaus ist ein Maler, ein sehr begabter Maler sogar. Wir werden heute noch einiges von ihm zu sehen bekommen. Ja. Konkrete Musik, das verstehe ich. Ja, wenn die Franzosen diese Musik Musik konkret nennen, dann soll damit ausgedrückt werden, dass das, was wir aus der Harmonielehre heraus als Musik bezeichnen, umgewandelt worden ist in Töne der Gegenwärtigkeit, in Töne des alltäglichen Lebens. Hast du das verstanden? Ja, schon, aber... Ja, schon. Manfred. Teurer, vielen Dank. Ich verstehe gar nicht, Frau Glatz, warum Sie uns die Adresse von Herrn Winkler nicht sagen wollen. Ich möchte Herrn Dr. Winkler keine Unannehmlichkeiten bereiten. Ich habe den Eindruck, dass Sie... Dass ich diesem Herrn Schwierigkeiten machen will? Ja. Aber daran habe ich gar kein Interesse. Ich möchte wissen, wo sich mein Sohn befindet und was dieser Dr. Winkler für ein Mann ist. Das ist ein sehr guter Mensch. Ich bin das beruhigt. Sehr feiner Mensch. Schon sehr viel für Manfred getan. Er wird seine Gedichte drucken lassen, vielleicht sogar auch seine Novellen. Er wird auch sein Studium bezahlen. Aha. Finden Sie das nicht ein bisschen viel, was dieser Herr tut? Wieso? Ich bin Witwe, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir von meiner winzigen Rente nicht leisten, meinen Sohn studieren zu lassen. Herr Teichmann, von Herrn Dr. Winkler weiß ich, dass er Manfred gerne hat. Von Ihnen weiß ich, dass Sie Ihrem Sohn verboten haben, mit meinem Sohn zu verkehren. Können Sie sich ja vorstellen, wer mir lieber ist. Ich habe gar nichts gegen Ihren Sohn, aber ich habe Gründe... Mich interessieren Ihre Gründe nicht. Ich weiß, Sie interessiert es nicht, in welchen Kreisen Ihr Sohn verkehrt, aber ich interessiere mich dafür. Ich möchte wissen, wo mein Sohn hinkommt. Ich möchte, dass Sie gehen. Ich habe keine Lust, dieses Gespräch fortzusetzen. Na schön, gehen wir. Die Adresse von Herrn Winkler werden wir auch auf der Polizei erfahren. Irgendwo wird dieser Herr ja wohl gemeldet sein. Komm, Max. Wiedersehen. Wird der Teichmann wirklich zur Polizei gehen? Ja, wenn Sie uns die Adresse nicht sagen wollen, Frau Glatz, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zur Polizei zu gehen. Mein Mann war Tänzer an der Staatsoper in Dresden. Der Junge hat eben so eine Art. Ich habe mich damit abgefunden. Damit dürfen Sie sich aber nicht abfinden, Frau Glatz. Fürchten Sie nicht, Ihre Mutterpflichten zu versäumen? Verzeihen Sie, wenn ich mich da so einmische, aber Sie haben sich da etwas zurechtgemacht von dem lieben, guten Herrn Winkler. Ich sage Ihnen, so sind diese Art Menschen nicht. Und wenn Sie nicht rechtzeitig einschreiten, dann werden Sie das vielleicht noch mal bitter bereuen, Frau Glatz. Wo hast du das hier gesehen? Gesehen, wie meinst du? Ja, das musst du doch irgendwo gesehen haben, wenn auch nur mit deinem inneren Auge. Gesehen habe ich das da nicht. Das ist dann eine von Picasso oder vielleicht Kandinsky. Siehst du? Picasso, Kandinsky, aber... Picasso hat mit Picassos Fantasie gemalt und Kandinsky mit Kandinskys. Und wenn Klaus Teichmann erstmal malen wird, was er mit seiner eigenen Fantasie sieht, dann wird das Bild erst wirklich ein Klaus Teichmann. Ja. Na ja, du hast recht. Du bist der Erste, der mir sowas sagt. Darf ich das sagen? Ich bin sehr glücklich. Natürlich darfst du das sagen. Das ist sogar das Schönste, was du mir sagen kannst, Klaus. Weißt du, ich habe das Gefühl, als ob wir uns schon sehr lange kennen. Wenn du wüsstest, wie fremd ich zu Hause bin. Wir wünschen Herrn Dr. Winkler zu sprechen. Welche Angelegenheit, bitte? Ich suche meinen Sohn, Klaus Teichmann. Er soll hier auf der Gesellschaft sein. Hier ist leider keine Gesellschaft. Und Herr Dr. Winkler ist nicht zu Hause. Aber wir hören doch Musik. Das ist das Radio. Ich lege das Radio zu, wenn ich allein im Hause bin. Wo können wir Dr. Winkler finden? Der Doktor fliegen wir nicht zu sagen, wohin er geht, wenn er wohin geht. Ist er vielleicht im Pokal oder im Waldfrieden? Bitte, stell an Heiden, den Doktor dort zu suchen. Oder wenn ich vielleicht etwas bestellen sollte, wenn der Herr Doktor nach Hause kommt. Nein, danke. Ich bin Ihnen sehr verbunden für die gütige Erlaubnis, Herr Doktor suchen zu dürfen. Guten Abend. Guten Abend, die Herren. Hör mal einen Moment auf zu spielen nachher. Klaus? Du weißt ja, bei den Griechen gab es die Agora, das Gespräch auf dem Markt und... Danach dem Gespräch den Zweikampf im Gymnasium. Geist und Körper, das eine aus dem anderen, wie Platon sagt. Heute allerdings im neuen Griechisch unserer Oper heißt es Sketch a Sketch Can. Die Kämpfer betreten die Arena. Heinz und Günther in der ersten Runde. Thank you.
müssen gar nicht hin, die sind doch gut heute. Günther ist besser, obwohl Heinz stärker ist. Du hast dich ja übrigens sehr gut geschlagen haben neulich in der Schule für Manfred. So hat Manfred das erzählt? Mhm. Das hätte ich gern gesehen. Was? Ein Kampf in der Klasse. Da hättest du nicht viel gesehen. Sag mal, willst du nicht Boxunterricht nehmen? Ich habe einen sehr guten Lehrer. Wir machen das hier. Ich? Warum denn nicht? Du hast doch die Figur dazu. Der Vater von Klaus war draußen. Und? Dr. Winkler ist nicht zu Hause. Weil ich eine schwache Frau bin, suche ich einen starken Mann und schau mir die Herren der Schöpfung nur aus dieser Perspektive an. Und weil ich gar nicht gern allein bin. Sag mal, ist das eine Frau oder ein Mann? Mein Herr, Mann. Ach, Damenimitator. Ja, so kann man es auch nennen. Mann, aber die sind doch ganz hübsch. Der. Was? Der singt. Pflicht nach dem Namen frage ich nicht, wenn er mich nur glücklich macht. Da kann man ja Angst kriegen. Oh, lass mal, dir tut er ja nichts. Na, was sagst du dazu? Die Liebe ist geheimnisvoll und rätselhaft. Sie ist von einer ganz besonderen Zauberkraft. Man träumt von einer Frau. Die Frau steht plötzlich hier und dann gesteht sie dir. Aber die hier am Nebentisch, das sind doch... auch Männer. Nein. So steht's wenigstens im Pass. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Hallo, Fritz? Ja, bitte. Was? Ja? Ach, du Donnerwetter. Du kennst die? Den... Sie haben mich rufen lassen, meine Herren. Ah ja, Herr René, wir wollten Sie fragen, ob wir Dr. Boris Winkler hier finden können. Ah, Sie sind Freunde von Boris. Das ändert natürlich schlagartig die ganze Situation. Leider haben wir unseren Freund Boris seit 14 Tagen nicht gesehen. Er wird uns doch wohl nicht untreu werden. Danke. Na, was sagen Sie denn zu Fifi? Ja. Ihr habt gerade in Paris gearbeitet. Oh, Donnerwetter in Paris. Ja, wir haben nur internationale Nummern. Für uns gibt's keine Grenzen. Sie entschuldigen mich bitte. Weil ich eine schwache Frau bin. Na, mach doch nicht so ein klägliches Gesicht. Wenn man hierher kommt, muss man Spaß verstehen. Und lach doch ein bisschen. Früher hätte ich vielleicht darüber gelacht. Und schau mir die Aber wenn ich denke, dass Klaus in diese Gesellschaft geraten ist, dann vergeht mir das Lachen. Ja, die brauchen das ja nicht gerade zu hören. Sag du für mich, ich gehe. Weil ich gar nicht gern allein bin, sucht mein Herz bei Tag und Nacht. Diesen Mann, von dem ich träume, ist auch kein großes Licht. Nach dem Namen frage ich nicht, wenn er mich nur glücklich macht. Hässlich. Ja, das kann man wohl sagen. Trinken wir noch einen? Ja, ja. Herr Wirtz, doppelte. Dass sowas gibt, das hätte ich nicht gedacht. Oh, die Wellen, mein lieber Werner, die Welt ist voller Schatten. Ja, aber auch die Schatten sind in der Natur, ne? Prost, Werner. Prost. Da hilft ein so eine richtige Steinpilzkur wieder auf die Beine. Steinpilzkur, was denn das? Ah, Steinheger, Pilsner, Steinheger, Pilsner, Steinpilzkur. Prost. Jetzt begreife ich erst richtig, was das für eine Welt ist, in die Klaus da geraten ist. Du, der Junge, darf mir nicht so vor die Hunde gehen. Den Hund habe ich gar nicht gesehen. Du bist ja schon blau, Max. Ja, aber dafür mache ich auch nicht so ein Gesicht wie du. Prost. Christian meint, wir sollten mal zum Psychologen Schmidt gehen. Ich gebe zwar nicht viel drauf. Ja, gehen wir doch mal rüber. Gehen wir mal rüber zu Schmidt. Wie sind Sie auf mich gekommen? Wir haben Ihre Artikel über Jugendpsychologie in der Zeitung gelesen. Wir haben das allerdings erst in letzter Zeit getan, seit wir uns dafür interessieren mussten. Meine Frau hatte die Idee und da habe ich sie angerufen. Ich persönlich, ehrlich gesagt, halte nicht viel von Tiefenpsychologie. Wünschte trotzdem, dass Eltern öfters diesen Weg gehen würden. Denn am Anfang kann man diese Dinge noch mit leichterer Hand korrigieren. Später weitet sich das zu komplexen aus. Nach Ihrer Erzählung handelt es sich um eine
Verzögerung in der Normalentwicklung. Der Junge steht also noch am Anfang der Gefahr. Na siehst du, Werner, es ist ja gar nicht so schlimm. Du hast deinen Jungen immer so schlecht gemacht. Ich habe ihn gar nicht schlecht gemacht, ich hatte Angst um ihn. Und diese Angst habe ich noch. Das Schlimme ist, ich kann gar nicht mehr mit ihm reden. Es ist, als ob wir zwei verschiedene Sprachen sprechen. Das tun Sie auch, Herr Teichmann. Die Sprache der verschiedenen Generationen. Aber auch diese Opposition Ihres Sohnes gehört in das Bild der Entwicklung. Das ist eine Zeit, in der die Mutter oft mehr tun kann als der Vater. Bitte, ich habe gar nichts dagegen. Ich bin zwar von meinem Vater erzogen worden, aber... Sie waren auch sicher ein ganz normaler Junge. Allerdings. Tja, das war er. Ohne solche Krisen. Naja, was tut man also? Man weiß ja in diesen Dingen nicht so Bescheid. Er muss aus diesen Kreisen herausgelotst werden, in die er da hineingerutscht ist. Es beginnt bei dieser Art Menschen mit geistigen Interessen, die nach und nach zu schweren Verwicklungen führen können. Diese Leute berufen sich oft auf die Antike, platonische Knabenliebe. Sicher haben Ihnen doch andere Eltern auch solche Fälle vorgetragen. Oh ja, gnädige Frau, das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Da kommen Eltern zu mir, die haben Angst um ihre 13-jährigen Söhne. Sehen Sie, die kann ich beruhigen. Heftige Freundschaften, die gehören in diesem Alter zur normalen Pubertätsentwicklung. Ja, ja, bei mir war das genauso. Mit 13 fand ich Mädels albern, aber der Junge wird bald 18. Naja, in dem Alter ist es schon gefährlicher. Es kann ein Augenblick im Leben eintreten, wo der Junge für die normale Welt verloren ist. Schaut er Mädels gar nicht an? Nein, das ist sie ja eben. Woher weißt du denn das so genau? Ein Junge ist doch scheu vor seinen Eltern. Aber Christa, weswegen sind wir denn hier? Es nützt doch nichts, wenn wir die Wahrheit nicht sehen wollen. Überlassen Sie mal besser die Führung Ihres Sohnes Ihrer Frau. Wenn ein junger Mensch im erotischen Sinne erwacht, dann beginnt er sich von der Freundschaft, die er zu seinen Kameraden hat, zu lösen und er wendet sich zur Liebe. Er sucht die Begegnung eines einzelnen Wesens. Dichter nennen es die Zwiesamkeit. In diesem Stadium muss man aufpassen. Ist der Junge ganz normal? So wird man bremsen, wenn er allzu früh Mädchen gegenüber hemmungslos wird. Im Falle Ihres Sohnes aber würde ich beinahe raten, ihm die Hemmungen zu nehmen und die Zügel der Erziehung etwas locker zu lassen. Sie werden dadurch am besten der Natur zu ihrem Recht verhelfen. Das ist gewissermaßen ein homöopathischer Rat. Ich hoffe, Sie haben mich richtig verstanden. Aber Christa, ich weiß doch, was ich tue. Abschreckung, das ist das beste Mittel. Was denkst du dir denn dabei? Ich werde ihn in dieses Lokal führen, in dem ich mit deinem Bruder gewesen bin. Ich werde ihm zeigen, wohin der Weg führt, auf den er geraten ist. Ich werde ihm alles zeigen, bis zur Bewusstlosigkeit, bis er sich ekelt. Ekelt vor sich selbst. Das wirst du nicht tun. Da habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Ich werde das niemals zugeben. Warum machst du ihn denn so bewusst? Er wird uns schließlich nicht mehr leiden können. Aber der Junge ist doch ein Junge, hoffe ich wenigstens. Und bei einem Mann wirkt nur, was ins Bewusstsein dringt. Das ist ja gerade das, was euch fehlt. Warum bleibst du denn stehen? Also von dir geht eine Unsicherheit aus, die geradezu lächerlich ist. Und von dir eine Sicherheit, vor der man sich fürchtet. Wie wenig du deinen Jungen kennst. Ich muss manchmal staunen über dich. Na, wenn du ihn so gut kennst und wenn der Jugendpsychologe meint, dass du alles besser weißt, dann hast du auch die Verantwortung. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Tja, ich muss in die Bank. Ich habe hier noch einen kleinen Nebenberuf. Also auf Wiedersehen, mein Schatz. Was? Oh, ich kann mich nicht beklagen. Wo ist Klaus? Der schuftet. Das tut er doch immer. Findest du ihn eigentlich nett? Natürlich, sehr sogar. Aber nicht so nett wie der Peter von Onkel Max. Peter, der ist doch furchtbar frech. Der fasst einen immer an. Sein Papa übrigens auch. Und dann sagt er auch noch Goldschnuller. Und das magst du nicht? Ich finde das furchtbar, diese Kerle, die einen immer antatschen. Die meisten tun das nun einmal so. Na Gott sei Dank, gibt's ja auch eine andere. Klaus tut's nicht. Nein. Unser Klaus, das ist ein richtiger Herr. Sag mal, warum fragst du mich eigentlich so aus? Es interessiert mich, Gerda. Hat mein Sohn Ihnen die Bilder geschenkt? Nein, die stehen hier nur zum Verkauf aus, wie überhaupt alles, was Sie im Raum sehen. Ich bin Kunst- und Antiquitätenhändler, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Mein Sohn hat keine Bilder zu verkaufen, ohne mich zu orientieren. Sie sind ja auch noch nicht verkauft, Herr Direktor. Ich wünsche diese Art der Förderung meines Sohnes nicht. Ich wünsche, dass Sie jede Beziehung zu ihm abbrechen. Ach, lieber Gott, ich zwinge ihn doch nicht, hierher zu kommen. Sie sind doch, wie man so schön sagt, der Erziehungsberechtigte. Verbieten Sie es ihm doch. Ich glaube, Sie fühlen sehr genau, dass ich im Augenblick wenig Einfluss auf meinen Sohn habe. Es gibt nun mal in der Entwicklung solche Momente, wo der Sohn sich gegen den Vater stellt. Brauchen Sie? Danke. Hast du ihn eigentlich lieb?
Sag mal, du willst mich wohl verkohlen. Nein, ich möchte es gerne wissen. Ja, und du weißt es. Du, der hört ja zu. Na, kleine Wäscherin? Wo willst du denn hin? Ich denke, du arbeitest. Ja, mit Manfred. Muss das sein? Ja, der begreift mal wieder die Mathe nicht. Tschüss, ihr beiden Hübsch, bin bald wieder da. Ah, diesen Manfred, den könnte ich durch einen Wolf drehen. Die Ursache heißt wohl Manfred Glatz, aber Sie sind es, der die Entfremdung zwischen mir und meinem Sohn fördert. Sehen Sie, diese jungen Menschen, die kommen zu mir, weil sie bei mir etwas finden, was ihre Väter ihnen nicht geben können. Gespräche, Verständnis, eine gewisse geistige Spannung, eine künstlerische Erziehung und sehr oft auch die Vorbereitung für ihre Karriere. Die Lehrer für meinen Sohn suche ich mir aus. Finden Sie es wirklich so viel besser, wenn er sich zwischen Huren und Spielautomaten auf den Tanzböden herumtreibt wie die anderen Jungs? Ach, Herr Doktor, zwischen diesen Extremen gibt es ja wohl noch eine normale Welt normaler Menschen. In der bin ich aufgewachsen und in der lebe ich. Ja, natürlich, die Welt der... Naja, lassen wir das. Ja, sprechen Sie sich ruhig aus. Sie meinen die Welt der Spießbürger. Wenn Sie schon selber sagen, Herr Direktor, aber jedenfalls eine Welt, in der ein geistig wacher, ein moderner Mensch erstickt. Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich, als ob man in einer Welt, in der weit über 99% aller Menschen leben, erstickt. Jedenfalls kennen Sie meinen Standpunkt jetzt. Wenn Klaus zu mir kommen will, dann wird er mein Haus immer offen finden. So. Na gut, ich habe auch andere Mittel. Ach, soll das eine Drohung sein? Es ist Notwehr, wenn ich die Hilfe der Gesetze in Anspruch nehme. Sie wollen zur Polizei gehen? Ja, was wollen Sie denn da anzeigen? Was habe ich denn überhaupt verbrochen? Das wird sich dann vielleicht herausstellen. Also bitte verlassen Sie jetzt sofort mein Haus. Gern, Herr Doktor, sehr gern. Klaus? Aber das soll ein richtiger Junge. Da brauchen Sie keine Angst haben. Da brauchen Sie sich nicht aufregen. Aber Christa Teichmann, so habe ich Sie ja noch nie gesehen. Und wie lange kenne ich Sie nun schon? Einen Rat will ich haben, Herr Geheimrat. Die Liebe zu Ihrem Jungen wird Ihnen am besten raten. Ich fürchte, meine Liebe rät mir nicht richtig. Ich will von Ihnen wissen, was soll eine Mutter in einem solchen Fall tun? Das kommt ganz auf den einzelnen Fall an. Es kann eine Krise sein, aber es kann auch Schicksal sein. Wie alt ist Klaus jetzt? 18. Ich könnte Ihnen eine psychotherapeutische Behandlung empfehlen, aber ob sie Erfolg haben wird? So. Woraus schließen Sie eigentlich so mit Gewissheit, dass er gefährdet ist? Tja, er hatte wohl einen Schulfreund. Und der brachte ihn zu einem Kunsthändler, von dem wir in Erfahrung gebracht hatten, dass er... Ja, ich verstehe schon. Was ist das für ein Mann? Ich meine, wie alt ist der? Na, so vielleicht 50. Oh, das ist sehr gefährlich für einen jungen Menschen. Da gibt es nur ein einziges Mittel, Liebe. Die echte Liebe einer Frau. Nur eine echte Liebe kann da wirklich etwas helfen, Bart Teichmann. Das Abendkleid! Ach, das brauche ich eigentlich gar nicht. Papi, mach doch nur eine Geschäftsreise. Na, vielleicht geht er mal ins Theater. Ach, Papi, geht doch in kein Theater. Kennst ihn doch. Gerda. Gerda. Ach, das Armband, ja. Wenn Klaus nicht wäre, wäre ich noch nicht einmal hier ins Theater gekommen. Das ist wunderschön. Das Armband nehme ich auch nicht mit. Auf der Reise geht sowas leicht verloren. Das habe ich von meiner Mutter. Das ist mein liebstes Schmuckstück. Das soll mal meine Schwiegertochter kriegen. Na, da wirst du es ja noch lange haben. Ich schreibe dir alles auf, was du mitnimmst. Ich habe Angst um Klaus. Mach, ich pass schon auf. Manchmal denke ich, dass die Männer heute so, ich meine auch die jungen Männer, so merkwürdig sind. Manche so roh und manche so unbeholfen. Man kann sagen, feige. Das liegt eigentlich mehr an uns, an den Frauen. Findest du nicht? Ja, das kann schon sein. Frauen sind sicher viel schuld, dass alles so ist. Tja, so eine Frau weiß oft gar nicht, was für eine Macht sie hat über den Mann, den sie gern hat. Auch über Klaus? Natürlich. Auch über Klaus. Wenn eine Frau jemanden wirklich lieb hat, dann kann sie viel sagen. Vielleicht auch manches vergessen. Vielleicht auch über ihren Schatten springen. Wie lange sind deine Eltern eigentlich verreist? Ich weiß nicht genau, aber mindestens 8 Tage. Dann könnte ich doch bei dir wohnen. Du, das wäre toll. Warum eigentlich nicht? Ich habe ja eine sturmfreie Bude. Du kannst malen, ich könnte schreiben. Wir können zusammen fürs Abi arbeiten. Na, dann rück mal heute Abend an mit deinen Klamotten. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Doch, du weißt schon, was ich meine.
Du kannst dir nur nicht vorstellen, dass eine Mutter so etwas denkt. Du willst nicht glauben, dass ich es so meine. Ich habe Herzklopfen. Ich auch. Aber du hast ihn doch lieb. Und den Menschen, den du da in Pommern lieb gehabt hast, den hast du doch vergessen? Der ist verheiratet, das ist vorbei. Ja, dann weißt du es eben jetzt. Was soll ich ihm nun sagen? Nichts. Du kannst ja vergessen, was ich gesagt habe, wenn du willst. Da kommt der Wagen. Ist denn mein Mann nicht mitgekommen? Nein, liebe Frau, der Herr Direktor hat zu tun. Aber bis wir im Büro sind, ist er fertig und dann geht's gleich los auf die große Reise. Mhm. Noch. Ich will mich doch von euch verabschieden. Ist Papi nicht da? Nein, ich hole ihn jetzt ab im Büro. Na, dann wünsche ich dir eine gute Reise, mein Kleines. Lass dich von niemandem ansprechen, hörst du? Und sei im Sprach und geh früh zu Bett. Und grüß Papi von mir. Hm. Warum machst du solche Sorgen, Augen? Du wirst doch nicht jeden Abend bei Manfreds oder bei diesem Boris sein. Nee, jeden Abend nicht. Versprich es mir. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich muss ja ans Abitur denken. Ja, das meine ich aber auch. Also bei uns geht schon alles klar. Ach, Junge. Wiedersehen, ihr beiden. Wiedersehen. Na, jetzt sind wir solo. Werner Teichmann, wissen Sie was Näheres? Ich habe die Personalien. Einen Moment bitte. Filialleiter der Handelsbank in der Albrechtstraße, gute Familie, geordnete Familienverhältnisse, nicht vorbestraft, 49 Jahre. Wegen homosexueller Verführung Jugendlicher. Dr. Boris Winkler, Boris Winkler? Der Name ist mir doch irgendwie im Ohr. Der Name fiel damals, als der jugendliche Petersen verhaftet wurde, Herr Oberstaatsanwalt. Ja. Hm. Wir haben ihn aber seinerzeit nicht vernommen. Na, dann lassen Sie mal die Ermittlungen anlaufen. Wir wollen der Sache nachgehen. Haben wir, Herr Graf, sonst noch Wünsche? Nein, der Herr Graf, lass uns danken. Sollst du das sein? Hm. Sieht dir ja gar nicht ähnlich. Kommt doch nicht auf die Ähnlichkeit an. Na, auf was denn sonst? Auf das Wesen, aufs Innere. Man möchte nicht von dir gezeichnet werden. Warum nicht? Da kommt sicher was Furchtbares bei raus. Glaube ich gar nicht. Ich würde nur deine Augen zeichnen. Und den Mund. Mach mal auf. Lach doch nicht so dumm. Dein ganzes Gesicht ist Auge. Wer kann das sein? Vielleicht Manfred, ich habe ihm gesagt. Was hast du gesagt? Dass er bei uns arbeiten kann und dass er dann nachts nicht nach Hause zu gehen will. Der soll bei uns wohnen? Bist du verrückt? Etwa die ganze Zeit? Na, darf ich hier vielleicht keinen Freund einladen? Sag mal, was hast du deiner Mutter versprochen? Bei dir piept es wohl. Ich dachte schon, es wäre niemand im Hause. Wer sind Sie denn? Ich bin Manfred Glatz. Und Klaus hat mich eingeladen. Davon weiß ich ja gar nicht. Ach, das ist ja komisch. Kann ich nicht mal sprechen? Nein, das geht nicht. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht wieder nach Hause mit meinen Sachen. Das müssen Sie schon. Ja, aber... Gute Nacht! Wo willst du hin? Ich gehe in mein Zimmer. Machst du das Licht aus? Gerda! Klaus?
Darf ich noch einen Moment reinkommen? Einen Augenblick. Du ärgerst dich sicher, dass ich Manfred rausgeschmissen habe? Nein. Tut er dir leid? Bisschen schon. Dann hättest du ihn ja reinholen können, wenn er dir leid tut. Ja, das hätte ich tun können. Aber das wolltest du nicht. Nein. Na also, wolltest du mir nur das sagen? Ich wollte dich zeichnen. Ich hab's aus dem Kopf versucht, aber es geht nicht. So? Das ist doch ganz wurscht, was da anders. Den Kopf will ich zeichnen. So, das ist wurscht. Aber wenn es wurscht ist... Du, gib mir mal die Pantoffel, hier ist nämlich kalt. Das kann ich allein. Hübschen Fuß hast du. Na sowas. Willst du den zeichnen? Den Fuß? Nee. Na? Was ist denn ein Malermeister? Sieh da hin. Zieh sie dir alleine. Mein Gesicht so das richtige Licht? Du, dein Morgenrock. Mach doch die Musik aus. Du, das ist Chopin. Unsinn, ist ja nicht Chopin. Mach's trotzdem aus. Du kannst ja sogar richtig zeichnen. Hab ich so große Augen? Warum guckst du mich denn so an? Wenn ich dich zeichne? Guckt man einen gleich so an? Was denn? Setz dich dahin. Soll ich mich umziehen? Wenn du willst, was hast du denn drunter? Nichts. Wieso? Nur so kann ich dich nicht zeichnen. Na, dann zieh ich mir lieber was an. Ich habe nur meine Strümpfe hier. Du glaubst wohl auch, dass ich... Was soll ich glauben? Warum musste der Manfred weg? Na, hör mal. Ihr sagt doch alle, ich bin kein Mann. Ich habe das nicht gesagt. Aber Renate, Vater, Onkel Max und wer weiß noch? Ich glaube, du musst jetzt gehen. Und wenn ich es nur nicht tue? Dann gehe ich. Hier kommst du nicht vorbei. Wirst mich doch zur Tür lassen. Versuch's doch. Stell doch mal die Musik an. Gut. Aber durch kommst du nicht. Klaus.
Wir müssen doch reden über gestern Abend. Was gibt's denn dafür zu reden? Du lässt mich ein, ich komme mit meinem Koffer und die blöde Kuh mit den Glubschaugen wirft mich raus. Also hör mal, Gerda ist keine Kuh, ja? Und das Stückchen kannst du jetzt alleine gehen, ich hab's eilig. Was? Du fährst mich nicht nach Hause? Nein. Bist du böse, weil ich das gesagt habe von der Kuh? Also hör mal, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Quatsch. Kommst du zu Boris heute Abend? Du hast es getroffen. Es gibt zu zählen. Du, das ist noch nicht fertig. Warum nicht? Mach doch die Olle Musik aus. Schimpf doch nicht. Ich freue mich, dass du pünktlich bist. Deine Mutter würde sich sicher auch freuen. Oh, du, das glaube ich nicht. Wenn die Gründe wüsste. Wir erleben solche Gründe nicht. So? Gerda. Hast du schon einmal einen anderen Mann lieb gehabt? So was fragt man doch nicht, Klaus. Hast du das schon einmal so erlebt wie gestern? Aber Klaus, sowas fragt man eine Frau nicht. Na hör mal, wir gehören doch jetzt zusammen. Aber ich bin doch nicht deine Frau. Natürlich bist du, das geht doch nie mehr weg von dir. Klaus, das hat schon mal einer zu mir gesagt. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Einen Monat. Dann hast du also schon mal einen Mann geliebt. Kann man das denn? Kann man das vergessen? Klaus. Dann lass mich aus, nicht? Nein. Aber die Ewigkeit in der Liebe, die wirst du erfahren, wenn du mich vergessen hast. Wie kannst du das sagen? Werde ich doch nie vergessen. Nun mach erstmal dein Abitur. Moment mal, hier vorne stimmt doch was nicht. Du, halt mal einen Moment das Motorrad, aber mit beiden Händen, hörst du? Bist du verrückt? Jetzt stimmt's. Vor dem Haus, du willst mir das alle wissen. Von mir aus alle. Ah, von mir aus nicht. Du, nicht so schnell. Ich muss noch abschließen. Haustochter bei Teichmann. Ach, eine ältere Frau? Nee, 20. Wie lange ist denn die da? Das ist ein Flüchtling ohne Eltern. Die hat überhaupt keine Verwandten, ist eine ganz ordinäre Person. Und die hat sich der Klaus so ganz plötzlich verliebt. Ja, ist ja interessant. Wer kam denn da? Ich glaube, die hat ihn kirre gemacht. Die Eltern sind doch verreist. Lass doch mal endlich das Elektro. Haben Sie den Jungen mit dem Mädel so ganz einfach allein gelassen? Ja. Ist ja sonderbar. Du, das ist eine Absicht. Weißt du eigentlich, dass dieser Bankmensch mich angezeigt hat? Teichmann? Ist das ein Schwein? Weiß da ganz genau, worauf Sie hinaus wollen, Herr Kommissar. Was wollen Sie denn von mir? Herr Dr. Boris Winkler hat mir Klavierunterricht geben lassen, weil er will, dass ich bei ihm zu Hause das Elektron spiele. Wissen Sie, was ein Elektron ist? Nee. Wissen Sie, da werden durch einen gewissen elektrischen Erreger... Wissen Sie, was ein Erreger ist? Ja, das weiß ich. Durch diesen Erreger werden also die Membranen der Lautsprecher in Schwingungen gesetzt. Über Drähte geht das, wissen Sie. Ich will von Ihnen gar keinen Anschauungsunterricht über ein komisch vibrierendes Instrument, das Sie da haben. Hören Sie mal, wie verstehe ich das? Warum lachen Sie denn immer so? Ich hab so ein Gesicht. Sehen Sie mal, Herr Kommissar, ich bin ja sehr gern bereit, mich zu äußern. Wir werden sehr schnell klarkommen. Ja, das glaube ich auch. Hat sich Herr Dr. Boris Winkler Ihnen in nicht misszuverstehender Weise genähert? Ich habe nichts missverstanden. Hat er Sie einmal geküsst oder unsittlich berührt?
Oder haben Sie gesehen, dass er andere Jungen geküsst hat? Geküsst, 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 warten Sie mal. Geküsst, ja. So? Auf die Stirn, glaube ich. Mal sehen Sie, sowas vergisst sich. Wollen Sie mich zum Besten halten? Zum Besten nicht. Sie haben auch sonst nichts gesehen, was darauf schließen lässt, dass... Dass im Hause von Dr. Winkler Orchideen unter Männern gefeiert werden, wollten Sie doch sagen, nicht? Orgien heißt das. Bei uns heißt das aber Orchideen. Habe ich nie gesehen. Würden Sie das behalten? Natürlich. Ich leiste jeden Eid. Günther und Heinz sind schon vernommen worden. Du kommst wahrscheinlich auch noch dran. Wer weiß, wer sonst noch. Denken die, wir sagen was? Na. Dieser Teichmann soll mich kennenlernen. Immer korrekt. Immer im Recht, denkt dieser Spießer sich, aber... Wir sind der Abschaum. So. Das nennt man Kuppelei. Hm. Er wird ja angenehm empfangen werden, wenn er nach Hause kommt, dieser Herr Bankdirektor. Na, wie oft warst du denn bei Manfred? Wenn du es wissen willst, Kleines, ich war nicht ein einziges Mal bei ihm. Na, siehst du, es ist ja gar nicht so, wie du geglaubt hast. Und warum eigentlich nicht? Darüber hast du wohl noch gar nicht nachgedacht, was? Du scheinst es ja zu wissen. Ich weiß es. Hier, wenn du das gelesen hast, weißt du es auch. Strafanzeige. Was willst du denn damit sagen? Oh, ich will nur sagen, dass ich vorgeladen wurde. Viele wurden vorgeladen. Oh, ich habe doch nichts ausgesagt gegen dich, Boris. Kein einziger hat etwas ausgesagt, kein. Es hatte ja auch niemand etwas auszusagen, nicht? Na du, die haben mich ganz schön in der Zwickmühle gehabt. Aber ich habe gedacht, der Boris wird's ja schon wieder gut machen, was ich für ihn tue. Und was hast du dir gedacht? Wie meinst du das? Na, ich meine, wie viel du dafür haben willst, dass dir nicht vielleicht doch noch etwas einfällt, was du der Polizei erzählen könntest. Ach, ich brauche immer ein bisschen Geld. Wie viel? Die letzte Rate auf mein Motorrad. Die nehmen's mir doch wieder weg. Wenn ich den Termin nicht einhalte... Ich habe gefragt, wie viel... Der Wechsel ist 300. Maurice? Maurice? So was macht man nicht mit der Polizei. Man soll Menschen auch nicht hetzen. Möchtest du gehetzt werden? Ich habe doch nichts verbrochen. Nie in deinem Leben? Nie. Nimm es doch zurück. Aber ich werde mich doch nicht lächerlich machen. Die Anzeige läuft, mein Schatz. Dafür werden mir noch viele Eltern dankbar sein. Mach das Elektron zu und leg den Schlüssel oben drauf. Hier sind die 300 Mark. Maurice, du hast gesehen, er hat mich erpresst. Maurice, du musst... Ich habe ihm das Geld nicht etwa gegeben, weil ich Angst habe, sondern weil ich es mir einfach geschäftlich nicht leisten kann, mit so etwas in die Zeitung zu kommen. Du weißt, was auf Erpressung steht. Also, ich werde auch schweigen. Raus! Du bist so verrückt. Raus! Schäm dich! Du, fass mich nicht an! Was fällt dir denn ein? Du reichst mir doch die ganzen Sachen. Na, warte, du Dreckschwein. Das zahle ich dir heim. Ei, wei. Er hat aber geschimpft wie Rohrspatz. Wie alt war Carlos? 18. Er war noch nicht 16. Ich denke, er ist 18. 16. Achim hat mir es eben gesagt. Und wie er es mir gesagt hat. So ein Lümmel, der tut mir leid, dass ich mir ein paar gelangt habe. Ja, bis jetzt weiß es ja nur Achim, aber morgen werden es die anderen auch wissen. Die werden nur alle um Geld kommen? Na, das wäre ja nicht das Schlimmste, aber... Wenn da mich da einer verpfeift, das kostet in Deutschland eine Kleinigkeit. Vielleicht besser, wenn ich eine kleine Pause einlege. Pause? Naja, hier in Deutschland. Und wohin wollt ihr denn gehen? Jedenfalls in ein Land, wo sich die Polizei nicht dauernd in das Privatleben einmischt. Thank you.
fragt doch keiner, die schlafen. Ich komme doch, da kannst du machen, was du willst. Das wird abgeschlossen sein. Das Fenster auf. Sie befinden sich im Irrtum, Herr Deichmann. Ihre Anzeige gegen Herrn Dr. Winkler hat mit der Anzeige gegen Sie gar nichts zu tun. Gegen mich? Die Ermittlungen gegen Herrn Dr. Winkler haben bisher nichts Belastendes ergeben. Aber es ist doch eine Tatsache, dass Herr Dr. Winkler junge Männer jeden Alters um sich versammelt und sie geistig beeinflusst und beherrscht. Gedichte lesen, Musik hören, Bilder ansehen ist nicht strafbar. Aber darum allein geht's doch nicht. Ich habe doch an meinem Sohn gesehen, wo es hinführt. Schon wenn ich an dieses Lokal denke. Aber Herr Teichmann, Sie können sich fest darauf verlassen. Dieser Winkler wird überwacht. Triebmenschen sind meist unvorsichtig. Eines Tages wird auch er uns den Beweis liefern. Und dann geht er uns in die Falle. Ja, aber solche Leute müssen doch bestraft werden. Und zwar vorbeugend. Nur begangene und bewiesene Verbrechen können verfolgt und bestraft werden. Das verstehe ich nicht. Und da muss man tatenlos zusehen, was mit seinen Kindern geschieht, bis es zu spät ist? Na, gar so tatenlos waren Sie ja nicht, wie er aus dieser Anzeige hervorgeht. Was für eine Anzeige? Ich habe Sie vorgeladen wegen einer Anzeige, die gegen Sie wegen Verbrechens gegen Paragraf 181 des Strafgesetzbuches ergangen ist. Gegen mich? Was ist das für ein Paragraf? Kuppelei, Herr Teichmann. Strafverschärfend, weil unter Jugendlichen und Abhängigen geschehen. Also ich verstehe kein Wort. Bei Ihnen ist doch ein Fräulein Gerda Böttcher als Dienstmädchen angestellt, nicht wahr? Nicht angestellt, sie wohnt als Haustochter bei uns. Gut, Haustochter. Sie ist etwas älter als Ihr Sohn, nicht wahr? Ja, was haben die damit zu tun? Sie haben vor kurzem eine längere Reise angetreten, und zwar mit Ihrer Frau. Und Ihre Haustochter und Ihr Sohn blieben allein zurück. Ist es verboten zu verreisen? Dadurch war Ihrer Haustochter die Gelegenheit gegeben, sich mit Ihrem Sohn in unzüchtiger Weise einzulassen. In der Anzeige wird behauptet, dass Sie diese Gelegenheit bewusst herbeigeführt haben. Das ist ja ungeheuerlich. Wer das behauptet, den bringe ich vor Gericht. Das hat nicht nur Herr Dr. Winkler behauptet, sondern auch Ihr Sohn. Nein. Ja, jedenfalls hat er das seinem Freunde gegenüber so durchblicken lassen. Das ist ja nicht zu fassen. Sie wussten also nichts davon? Nein. Und Ihre Frau? Nein. Weiß auch nichts davon? Nein. Ich fordere Sie noch einmal auf, mir auf präzise Fragen präzise Antworten zu geben. Oder wollen Sie nicht antworten? Auf melancholische Blicke von jungen Damen reagiert die Polizei nicht. Oder wollen Sie die Aussage verweigern? Sehen Sie mal, wenn Sie die Aussage verweigern, dann wandert die Akte in den Schrank und dann kommt ein anderer, hat er Sie verhört. Aber ob der bequemer ist als ich, bezweifle ich. Also wollen Sie die Aussage verweigern? Nein. Das dürfen Sie auch nur, wenn Sie sich mit einer Antwort einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen. Ich weiß. Dann wissen Sie auch, dass eine Aussageverweigerung der Polizei den Eindruck vermittelt, dass Sie etwas zu verschweigen haben. Warum drohen Sie mir eigentlich? Wollen Sie behaupten, dass ich Sie bedroht habe? Ja, ich habe das so empfunden. Sie sind sehr schlagfertig, mein Fräulein. Also, wann haben Sie mit Klaus Teichmann... ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich ausdrücken soll bei Ihrer Empfindlichkeit. Also, wann hat das mit Klaus Teichmann zum ersten Mal stattgefunden? Oder handelt es sich bloß um Liebkosungen? Unzucht ist es doch jedenfalls gewesen. Warum antworten Sie nicht? Ich kann nicht. Warum nicht? Sie haben vorhin so schreckliche Worte gebraucht. Entschuldigen Sie, die Polizei kann nichts umschreiben. Das würde zu Missverständnissen führen. Ich stelle fest, dass meine Fragen nur die Sache bezeichnen. Ich frage nicht unanständig. Meine Antwort wird es aber sein. Frau Böttcher, ich habe selbst eine Tochter. Wenn die in der gleichen Lage wäre wie Sie, dann könnte ich auch nichts weiter tun, als Sie präzise zu fragen. Möchten Sie gefragt werden, wie Ihre Tochter entstanden ist, wie das stattgefunden hat? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Bin Sie vernommen oder ich? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Klaus Teichmann liebe und dass ich als Frau alles getan habe, was eine Frau tut, wenn sie einen Mann liebt. Ich streite ja gar nichts ab. Was wollen Sie weiter von mir? Soll ich vielleicht ins Protokoll schreiben, dass Sie alles getan haben, was eine Frau tut? Der Staatsanwalt lacht mich ja aus. Schreiben Sie doch hinein, was Sie wollen. Aber wenn Sie wieder solche Worte fragen wie vorhin, dann rede ich irgendetwas, nur damit ich herauskomme. Ach, auf Geständniserpressung wollen Sie hinaus. Na, Sie sind ja mit allen Wassern gewaschen. Ich glaube, ich muss mir einen Zeugen holen zur Vernehmung. Wenn Sie auch nur einen Zeugen holen, dann rede ich überhaupt nichts mehr. Also, wann hat es angefangen? Als Teichmann es verreist war. Haben Herr oder Frau Teichmann Sie ermutigt, die Beziehung? Zu der Zeit war Frau Teichmann verreist, sie konnte mich also nicht ermutigen. Sie sagen immer Frau Teichmann. Herr Teichmann war natürlich auch verreist. Ja, ist auch wohl näherliegend, dass eine Frau zu einer anderen Frau sagen würde, mein Sohn ist homosexuell gefährdet, bring ihn mal ein bisschen auf die richtige Bahn. Was ich getan habe, muss ich doch wohl selbst verantworten. Aber Sie sind ja gar nicht angeklagt. Die Eltern Teichmann sind verdächtig, Kuppelei getrieben zu haben. Haben Sie das nicht verstanden? Nein, das konnte ich Ihren Worten wirklich nicht entnehmen. Na, dann wissen Sie es jetzt. Ich denke, ich bin angeklagt. Aber nein, was Sie getan haben, ist doch nicht strafbar. Wo können wir denn dahin? Da haben Sie mit Frau Teichmann über die feminine Veranlagung Ihres Sohnes gesprochen. Nicht direkt. Also indirekt. Sie machen es einem wirklich schwer. Mein Gott, obwohl im Haus sehr oft davon gesprochen, Teichmanns waren in großer Sorge. Waren?
Dann sind Sie es also jetzt nicht mehr. Ich nehme an, nein. Finden Sie das komisch? So wie Sie fragen, finde ich es komisch. Da hätte Frau Teichmann ja einen vollen Erfolg erzählt. Warum Frau Teichmann? Ja, das frage ich Sie. Wollen Sie Katz und Maus mit mir spielen? Ich kann auch andere Methoden anwenden. Davon bin ich überzeugt. Haben Sie Geld von Frau Teichmann erhalten? Ich meine, in letzter Zeit außer Ihren Bezügen? Das fragt mir eine Hure. Sie brauchen ja bloß Nein zu sagen. Nein. Haben Sie Geschenke bekommen? Oft. Ich meine, in allerletzter Zeit, nachdem Frau Teichmann von ihrer Reise zurückgekehrt ist. Nein. Also sagen Sie schon, haben Sie Geschenke bekommen? Nein! Hey, warum schreien Sie so? Warum haben Sie vorhin so lange mit Ihrer Antwort gezögert? Ich musste nachdenken. Wenn Sie genau wissen, dass Sie keine Geschenke bekommen haben, dann brauchen Sie doch nicht nachzudenken. Durfte ich etwa keine Geschenke annehmen? Natürlich durften Sie Geschenke annehmen. Nun, wollen Sie jetzt die Aussage verweigern? Sie haben doch gesagt, das kommt beim Eingeständnis gleich. Also Sie wollen jetzt die Aussage verweigern? Ich weiß doch nicht genau, was strafbar ist oder was nicht. Aber das kann doch nicht strafbar sein, mein Kind, dass Ihnen jemand Geschenke anbietet, die Sie da nicht annehmen. Sie wollen Frau Teichmann schützen, nicht wahr? Ich sag nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nur noch wissen, ob Ihnen Frau Teichmann nach Ihrer Rückkehr von der Reise ein Geschenk angeboten hat. Ja. Ein Schmuckstück? Ein Armband. Dummes Weibervolk! Ihr brennt ihm noch das Dach über dem Kopf an. Dass es so weit gekommen ist, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mich eröffnet. Ich bin zum Verbrecher geworden in den Augen der Leute. Ich! Übertreib nicht wieder. Es ist ja schon schlimm genug. Von dir will doch keiner was. Aber es ist doch ganz gleichgültig, ob du oder ich. Schließlich stehe ich dafür ein. Ich bin Direktor einer großen Bank. Ich glaube nicht, dass es jetzt darauf ankommt. Ach, worauf kommt's dann an, mein Schatz? Von meiner Stellung leben wir. Ja, wir werden auch weiter davon leben. Ist doch eine Tatsache, dass du von dem ganzen Treiben zwischen Klaus und Gerda gewusst hast. Christa! Ja. Weißt du nicht, dass das ein Verbrechen ist? Es ist kein Verbrechen. Ach, du kennst die Gesetze besser, ich kenne sie gar nicht, Werner. Ja, wo willst du denn hin? Weg. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Ach, Werner, wenn du mich nur jetzt nicht allein lässt. Ich lass dich doch nicht allein. Ah. Tja. Das ist eine dumme Geschichte. Was ist denn? Es war fürchterlich. Was haben sie denn gemacht mit dir? Nur gefragt. Aber wie, die fragen? Die können dir doch nichts tun. Mir nicht. Aber dir. Ach, Kind. Herr Doktor, entschuldigen Sie, dass ich später komme. Ja, aber ich habe noch einen Kunden in der Bank. Alle Welt will Kredite heute. Na ja, Sie wissen ja, wie das ist. Große Pläne und kein Geld. Also, lieber Doktor, was sagen Sie? Es ist mir ganz lieb, Herr Teichmann, dass Sie etwas später kommen. Die Anklageschrift des Staatsanwalts... Das ist ein Machwerk, das ist ein Wahnsinn. Im Leben hätte ich nicht geglaubt, dass ich mich mal mit sowas auseinandersetzen muss. Aber was denken Sie, wie kann man das bereinigen? Da lässt sich nichts bereinigen, Herr Teichmann. Mit dieser Schrift ist das Verfahren eröffnet. Es wird eine Gerichtsverhandlung geben und... das ist unmöglich. Dazu darf es nicht kommen. Es muss eine Möglichkeit geben, das Verfahren einzustellen. Es gibt doch solche Fälle, ich habe doch davon gehört. Ja. Es gibt manchmal Fälle bei Geringfügigkeit oder wenn Tatsachen vorliegen, die eine Verurteilung kaum erwarten lassen, dann kann man vielleicht mal erreichen, dass ein Verfahren niedergeschlagen wird. Aber hier, nein. Sie müssen sich damit abfinden, dass Ihre Gattin vor Gericht erscheinen muss, Herr Teichmann. Das ist ja entsetzlich. Vor allem muss ich endlich mal Ihre Frau Gemahlin sprechen. Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Weil ich ihr das alles ersparen wollte, dieses ganze Verhandeln, Untersuchen und Reden. Das kann ich ihr leider nicht ersparen. Ich muss ihrer Frau sprechen. Und dann, ich habe ja auch selbst Schuld. Ich habe das ja alles heraufbeschworen durch meine Anzeige gegen Dr. Winkler. Ja, das haben Sie allerdings. Damals hätten Sie zu mir kommen sollen, nicht erst heute. Das hätte ich, hätte. Ich fühlte mich eben so im Recht und war so empört über diesen Herrn Winkler. Und da habe ich es eben getan. Ich möchte alles fernhalten von meiner Frau, was daraus entstehen kann. Das ist leider nicht möglich, Herr Teichmann. Wir müssen uns vorbereiten, ernsthaft vorbereiten auf einen ernsten Prozess. Na, das ist aber eine Überraschung. Ich habe gar nicht gedacht, dass du mich nochmal besuchen wirst. Ach, Sie haben Besuch, Herr Dr. Winkler. Also nicht mehr Boris. Kann ich Sie allein sprechen? Ja, natürlich, komm doch ruhig rein. Sie braucht sich gar nicht zu genieren. Sie, das sind alles gute Freunde. Das ist William und das ist Francesco und das ist Gustavo und naja und so weiter. Die verstehen sowieso nicht Deutsch. Also komm, schieß los, was hast du auf dem Herzen? Sie haben meine Eltern bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Warum haben Sie das getan? Hast du deinen Vater gefragt, warum er mich angezeigt hat? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Na, hast du deinem Vater hoffentlich gesagt, dass er ein Idiot ist. Das ist zwar dein Vater, entschuldige, aber trotzdem. Er wollte mich fertig machen und jetzt mache ich ihn eben fertig. Tut mir leid. Boris, Sie sind für mich immer ein wunderbarer Mensch gewesen.
Und das ist jetzt alles zertrümmert. Das willst du doch sagen, ne? Nicht, wenn du diese Anzeige zurückziehst. Aber Junge, sieh mal, das geht doch gar nicht. Die Sache ist jetzt im Laufen und daran kann man gar nichts machen, aber vielleicht ist dein Vater ganz unschuldig. Vielleicht war gar nichts mit dem Frauenzimmer und dann passiert ihm doch nichts. Boris, es geht um meine Mutter. Also stimmt's doch. Naja, dann bedank dich mal bei deinem sauberen Herrn Vater, dass er deine Mutter ins Zuchthaus bringt. Ihr habt mich unterschätzt. Nein, Herr Doktor. Da können alle Gerichte der Welt kommen. Das fühlt man, ob man schuldig ist. Ich meine, wenn man das nicht mehr fühlt, wonach soll man sich überhaupt noch richten? Liebe Frau, es ist ja sehr schön, dass Sie gar keine Angst haben. Aber es ist auch gefährlich, eine Situation falsch einzuschätzen. Ihr gutes Gewissen wird auf das Gericht sicher starken Eindruck machen. Aber auch der wohlwollendste Richter ist an die Gesetze gebunden. Was sind denn das für Gesetze? Paragraph 180 und 181 Strafgesetzbuch. Es ist das Gesetz, das Kuppelei unter Strafe stellt. Na, Kuppelei? Das ist doch wohl nicht ganz der richtige Ausdruck. Das klingt ja wie... nach Gewerbe klingt das... Bleib doch sitzen, Küster. Ich fürchte, Sie nehmen es zu leicht, Frau Teichmann. Ich nehme es gar nicht leicht, Herr Doktor. Ich weiß schon, was ich mir da eingebrockt habe. Ich weiß auch, dass viele Leute die Nase rümpfen werden über mich. Vielleicht hätte ich es früher selbst auch getan, wenn ich so etwas von einer anderen Mutter gehört hätte. Aber es ist eben plötzlich da gewesen. Ich wollte doch, dass der Junge glücklich wird. Wie soll er denn glücklich werden, wenn er in diesen Kreisen bleibt? Die Liebe zu einem jungen Mädchen, was, es ist doch der erste Zauber. Ich hab's doch auch nicht vergessen, wie es mit uns war, Werner. Der Junge soll, wenn er einen Beruf hat, eine Familie gründen, er soll Kinder haben. Herrgott, ich hatte Angst. Ja, wem sagst du das? Ich war ja der Erste, der überhaupt... Naja, du hast mich ja zuerst darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte es ja vielleicht gar nicht bemerkt. Verlieren Sie sich jetzt bitte nicht, gnädige Frau. Ihre Motive liegen ja auf der Hand. Und dass man diese Motive respektieren wird, das ist ja selbstverständlich. Ich hoffe, Sie werden es mir ersparen, Herr Doktor, dass ich vor Gericht stehen muss. Mein Mann hat sich an Sie gewendet, weil er weiß, dass Sie eine Kapazität sind. Sie bringen mich in Verlegenheit, gnädige Frau. Es besteht nach meiner Meinung keine Aussicht, dass das Verfahren eingestellt wird. Was sagst du denn dazu? Ist das so? Tja, wenn Dr. Schwarz es sagt. Na, aber was habe ich denn getan? Gnädige Frau, es dreht sich doch nicht nur um Ihren Sohn. Gerda Böttcher ist doch auch ein Mensch. Es ist doch eine Frage der Menschenwürde, ob man ein junges Mädchen dazu benutzen darf. Sie lieben sich. Sicher? Kann ich da bestraft werden? Oh ja, gnädige Frau. Wie denn? Mit Geld? Mit Gefängnis? Sie müssen doch die Dinge einmal sehen, wie sie sind. Also Gefängnis? Ich glaube ja, es besteht Hoffnung, dass das Gericht in Ihrem Falle mildernde Umstände anerkennen wird. Aber mit Freispruch dürfen Sie nicht unbedingt rechnen. Es ist ja möglich, dass ich mich irre, hoffentlich. Aber Sie müssen immerhin bedenken, dass nach § 181 Kuppelei mit Zuchthaus bestraft werden kann. Wenn der Schuldige zu der verkuppelten Person in dem Verhältnis von Eltern zu Kindern steht. Das sind ja Verbrecher. Das sind ja Verbrecher. Glauben Sie wirklich, dass Richter Verbrecher sind? Und sie lieben sich doch. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung, aber sie lieben sich doch. Ich werde Ihnen bestimmt helfen können. Ein Verteidiger kann erklären, er kann verständlich machen, er kann die Richter vielleicht zur Milde stimmen. Aber schuldlos kann er nicht machen. Nein, schuldlos kann uns niemand machen. Ja, Manfred, was machst du denn hier? Du fährst nach Rom. Ja, ich gehe zum Bahnhof. Du wirst jetzt allein auskommen müssen, mein Kleiner, das lässt sich nicht ändern. Woher weißt du denn, dass ich abreise? Du hast es Carlos gesagt, wird er auch nach Rom kommen? Nein. Ich werde sehr allein sein. Ich werde keinen Carlos haben, keinen Manfred, gar nichts. Tja, mach's gut, mein Junge. Herr Dr. Winkler? Ja? Kommen Sie mit mir, aber möglichst unauffällig.
Hören Sie aber meinen Zug geht gleich. Eben. Sie wollen doch nicht, dass ich Gewalt anwende. Haben Sie einen Haftbefehl? Der Untersuchungsrichter wird Ihnen Auskunft geben. Der Untersuchungsrichter interessiert mich gar nicht. Wenn Sie nicht anders wollen... Was wollen Sie denn von mir? Ich habe nicht die Absicht, die Vernehmung auf der Straße durchzuführen. Wenn Sie diese Matenten machen, kommen Sie Handschellen. Machen Sie für jeden Schaden verantwortlich, darüber sind Sie sich doch klar, ne? Machen Sie doch nicht lächerlich. Sie sollten schon im Gerichtssaal festgenommen werden. Warum sind Sie denn so schnell verschwunden, ne? Meine Zeugen, was haben gemacht? Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, Sie haben ausgesagt gegen Frau Teichmann und gegen Gerda Böttcher. Sie haben diese armen Menschen, jawohl, diese armen Menschen haben Sie ins Unglück gebracht. Ich bin plötzlich so gefühlvoll geworden. Der Staatsanwalt hat Material gegen Sie, das reicht aus. Zu was denn? Da bin ich ein Prophet. Ihre Romreise können Sie jedenfalls abschreiben. Ihr Diener Maurice ist verhaftet. Wir wissen mehr, als Sie denken. Soweit die Verfehlungen den Sohn der Angeklagten betreffen, hat das Gericht nicht verkannt, dass hier eine Mutter nur aus tiefer Sorge um die Entwicklung ihres gefährdeten Kindes schuldig geworden ist. Das Gericht bezweifelt nicht, dass Klaus Teichmann durch seine Freundschaften und zeitweiligen Neigungen homosexuell sehr stark gefährdet war. Es geht aber nicht an, eine erkannte Unordnung durch eine andere Unordnung zu bekämpfen. Die Gefährdung eines Menschen durch die Gefährdung eines anderen aufheben zu wollen. Denn neben Klaus Teichmann war da noch ein anderer Mensch. Gerda Böttcher, die im Hause Teichmann lebend, der Obhut der Angeklagten ebenfalls anvertraut war. Zweifellos hätte dieses Mädchen, das einen guten Eindruck vor Gericht gemacht hat, die Grenze der Sitte und des Anstandes nicht so weit überschritten, wenn sie nicht in dieser Richtung von der Angeklagten ermutigt worden wäre. Die Angeklagte wird ihre Schuld am besten einzusehen vermögen, wenn sie annimmt, Gerda Böttcher wäre ihre Tochter gewesen. Würde sie dann auch so selbstverständlich ihre Tochter zur Verfügung gestellt haben, um den Sohn einer anderen Mutter auf den Weg einer normalen Entwicklung zurückzuführen? Das ist mit Fug und Recht wohl zu bezweifeln. Auch nach Würdigung aller mildernder Umstände, die das Gericht nicht verkennt, musste die Angeklagte wegen Kuppelei nach § 183 Absatz 2 Strafgesetzbuch verurteilt werden. Das Gericht hat jedoch in Anbetracht der besonderen Umstände auf eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten erkannt. Der Angeklagten wurde Bewährungsfrist zugebilligt. Die Sitzung ist geschlossen. Ist es nicht. Sieh dir die Kinder an. Komm mal her. Mami, verzeih mir. Ist ja alles gut.